Willkommen zurück zu Let's Play Synergy. Warum habe ich noch nicht so eine Waffe? Weiß ich nicht. Muss ich etwa in das spawnt jetzt ein neues? Ah, das spawnt ein neues mit Knarre, ja, wollo. Ja. Nein. Ach komm. Ich bin rausgefahren, hab direkt das erste Vieh erwischt. Napp. Halt die Klappe. Schießen wir uns mal den Weg frei. Ja, die Munition, die füllt sich jetzt immer wieder auf, ne? Ja. Ja, jetzt können wir uns nämlich wehren, du Spacko. Na, das ging schnell. Ja, jetzt kommen die nämlich nicht mehr so einfach hier. Ach komm, die hält ja gar nichts aus. Ja, kannst ja voll wegfetzen, die Dinger. Ja, mit so ungefähr einer Kugel. Blöd Jump. Mal wieder sehr geskillt hier drüber, ja. So, durch die Schleuse. Die Polizeitypen kriegen auch mal eins ab. Ja. Schön. Oh, oh komm, wie die davon zerfetzt werden, Mann. Ja, das liegt ordentlich weit, auf jeden Fall. Blöd. Ich glaube, wir steigen mal kurz aus. Ach nee, gar nicht. Ah, wir steigen nicht aus, nein. Warte, wir steigen wieder ein. Ich weiß nicht, wie wir da dran vorbeikommen. Oder? Ja, 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 ich weiß wie. Das zerfetzt ja übelst, Mann. Bester Zaun. Oh, Raketen. Raketen. Nein. Boah. So, jetzt bin ich auch mal wieder da. Und rüber. Die Packung. Ich glaube, ein bisschen abreißen hier. Du kannst auch auf die Wagen schießen, ne? Ja. Was ist denn hier los? Boah. Oh, das eine Explofass hat mich jetzt aber umgebratzt. Bist du jetzt tot? Nein, aber fast. Nein. Das hat ordentlich Damage gepult. Moment, bin ich jetzt hier falsch rausgefahren? Oh, hoppala. Bin ich ja wieder rausgefahren. Sehr intelligent. Weil der eine hat mich jetzt mit dem Expo fast gerade so ein bisschen hart getrollt. Oh, das ist ein gutes Level. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt. Steig ein. War hier mein? Ja, ich habe meinen nicht gesehen. Achso. Ich habe ihn meinem saß ich drin. Ja, das habe ich, nämlich auch nicht gesehen, dass du da drin saßt. Deswegen wollte ich da rein. Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Nicht. Ja, munkelt. Aber mit dem dämlichen Gewehr kannst du diese Autos nicht umhauen. Oh, nee. Ich bin fast tot. Aber mit Explosionsfässern, die daneben stehen. Ja. Dann geht nämlich die Brücke flöten. Top. Nö. Wenn man jetzt einfach auf alles schießt, was sich irgendwie bewegt. Ja. Ja, das Viech kriegt auch sein Perfekt. Das auch. Kann ich angehen hier. Oh, fast das Explos fast gekillt. Bevor du... Nein, hier hätten wir nicht angemusst, glaube ich. Nicht? Naja, sieht jedenfalls nicht so aus. Headcrabs. Zombies. Ja, genau. Warte. Oh, gut weggefetzt. Aber hier war ein bisschen Anzugenergie. Sehr gut. Wie schön ich hier drunter geparkt habe. Nicht. Probieren wir es mal mit links, ne? Ja. Nein. Nein, Mensch. Aha, schön hier am Hängen, ne? Ja, am Durchhängen, ja. Nein. Da muss man ja, genau, genau da bin ich auch gerade hergefahren. Bietet sich auch irgendwie an. Das auch nicht. Oh, die ganzen Zombies, nö. Boah. Oh, Junge. Ich bin so hoch gesprungen, dass ich... Nein, was machen die Explosionsfässer? Nein, weg. Oh. Nein. Aufschießen. Trollkopf sind Troll. Oh. Ja. Aufschießen wäre die Lösung gewesen. Ich bin aber durchgefahren. Nein. Scheiß Viecher, Alter. Jetzt hast du die gleiche Situation wie ich gerade wahrscheinlich. Aber da hat noch Kopf rumbagger. Bobben da.
Noch ein Lebenspunkt. Boah, Skill. I also like to live dangerously. Schnell den Kanal. So wie du jetzt ist erschossen, Alter. Alter, bin ich wieder da. Sehr gut. Oh, schon wieder 3 Lebenspunkte. Nein, schon wieder so ein Kackviech, Mann. Jetzt muss ich nachladen. Jetzt hat mich das Viech doch gefressen, weil ich nachladen musste. Nein. Ja, genau das Problem hatte ich auch gerade. Nein. Deine Scheiße aber auch, ne? Ach ja, ich liebe diese Kanallevels. Nicht. Ach ja. Ich hab am Anfang, als ich das Hovercraft gesehen habe, da habe ich schon gesagt, boah, nö. Tja. Ich mag die nicht. So, yay. Ja. Erstmal hier fast den Looping gemacht. Bei den. Boah, der Polizist da, der die scheiß Fässer runtergeschmissen hat, der frisst jetzt, Mann. Was, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Kollege Schnürstuhl hat sich da gerade drum gekümmert. Jetzt komme ich. Ah, ich glaube, wir müssen hinten durch den roten Container durch. Wenn der denn mal auf wäre, wäre das gut, oder? The Jump. Nein, voller Gegen. Scheiß Granaten da, Mann. Nee, wir müssen. Das sind die Gefährte hier. Wir müssen da irgendwo hinter. Oder irgendwie müssen wir dahinter. Ich meine, uns ging durch den selben Container. Weil dann nebenher reicht nicht. Ich steig mal kurz aus. Ach, da sind Explofässer dahinter. Warte, ich darf vorstellen. Evo da. Boah, gib ihm. Fahr. Nein. Fahr dann vorbei. Ich bin an der Wand hängen geblieben. Ach komm, jetzt bin ich hier rückwärts durchgefahren. Weil es einfacher ging. Ja. Nein. So. Euer Ernst, ich hänge da jetzt echt fest. So. Hallo da rein, Mann. Boah. Boah, nö, ey. Alter, wie ich das Handling von dem Teil hasse, ne? Hallo? Hallo da rein jetzt. Mann. Ja, musst du übrigens, wenn du aus dem Kanal wieder rauskommst, hinten links fahren. Ich bin nämlich direkt nach rechts gedreht. Gut. Und dann, ja, links und dann die erste rechts, glaube ich. Ja. Such skill, much wow, nö. Hat gegen die Wand fahren. Boah, nö, Alter, wie ich das Handling von dem Kackdingen hasse. Jetzt bin ich auch noch umgekippt im Wasser, jawohl. Boah, ne, jetzt hänge ich auch noch fest, jawohl. Haters gonna hate. Haters gonna drive, oder eher nicht, ne? Ja, nicht drive, ja. Ach komm, ich warte jetzt hier, bis die Karte geändert wurde, das ist mir zu blöd. Jetzt sind es auch nur noch 10 Sekunden. Ja. Nutze ich die Zeit und trinke, oder was? Ein Schuck aus der Pulle, ja. Mhm. Alter, was ein Kacklevel. Und es geht noch weiter mit dem Hovercraft. Kommt am Ende noch so ein harziges Boss-Level, meine ich. Ja. Eins, was hier, was ein Finanzier mal rumgebackt hat. Was wir dann aber nicht gemerkt haben. Also, wir haben es dann irgendwann gemerkt, so nach 2 Stunden, glaube ich, gefühlt. Ich glaube, das kommt jetzt. Ja, ich glaube auch, das ist, ja, das... Nein! Ja, genau. Aber das ist das Letzte, glaube ich, mit dem Hovercraft. Ja, das ist das Letzte. Ja! Also auf der einen Seite so, nein, und auf der anderen Seite so, ja! Auf der einen Seite so, wir sollten mal ganz eine Explosionsfässer killen. Von mir war doch da jetzt Infinite hier der Helikopter kommen, ne? Ja, so ungefähr. Also dicht an Infinite dran. Ich bin tot. Ja. Irgendwann ist das nur noch Geschichte. Sehr schnell eskaliert. Ne?
Und der ist ja wieder dabei mit Bavaria. Jetzt frisst er erstmal gleich der Kack-Helikopter. Na komm, ich hab den fast gerammt, dass er tief geflogen ist. Der nächste Heli, Mensch. Wie sie haben Zeit lassen zu verschnaufen. Oh ja. Der andere Heli ploppt jetzt auch gleich weg. Jetzt gehe ich erstmal hier das Damage Core aktivieren. Hoffentlich. Nein! Hab ich beim Hochklettern gekillt. Von Struli. Und ja, genau bei der Leiter. Ich glaube, da müssen wir auch her. Ah, da bin ich wieder. Ups. Von da rumgeballert, ich habe geguckt, wo ich hinfahre und dann. Ah. Sehr gut. Warum ist der Ziel sicherer als ich, Mann? Ja, irgendwie. Nein. Ja, ja. Nein, Explosionshass. Am Start. Also wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da raus und dann da hoch, ne? Ja. Ich habe noch 6 Lebenspunkte, 2 tot. Nein, ich glitze. Ach Menno. Nein, jetzt steig doch aus dem Mongo, Mensch. Hallo. Was war das? Ja, dann sterb halt. Ist auch in Ordnung. Ja, jetzt habe ich noch einen Lebenspunkt. Ach Mensch. Nein, er hat eine Bombe neben mir runtergeworfen. Nein, mach auf. Los. Nein. Tot. Ja. Also man muss da hinten hinfahren und dann? Man muss da zu der Leiter fahren, aufhören zu glitschen und dann muss man das Tor aufmachen. Okay. Und dafür muss man ein paar Sekunden überleben. Ja, genau. Das war wirklich das hartigste Level mit dem Hovercraft. Das ist halt auch das letzte. Das reicht dann auch. Vor allem jetzt ja gerade noch, als ich da stand, eine Bombe hergeworfen hat. Fand ich jetzt echt cool. Nicht. Steck aus. Und jetzt hier oben, ne? Ja, nach oben. Und dann? Genau. Na, an den Rattenreden rechts. Aua, 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 aua. Ich hoffe, dass das blockiert dann. Was müsste das eigentlich? Aua, 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 aua. Ich bin fast tot. Aua, aua, aua. Ja, das Kacktor bleibt jetzt hoffentlich oben. Na, ich bin eh tot. Naja, egal. Sieh doch, er ist tot, ja. Hätte das gedacht. Nein. Nein, nimm noch das SMG. Los. Alle wegballern hier, Mensch. Schieß doch, du Mongo. Klatsch ihn weg, Mann. Ach nö, was ist denn hier noch los? Ja, Party oder was? Nein, keine Munition mehr. Keine Ahnung. Nein, tot. Ach, komm. Sind du mich instant gekrittet oder was? Nein. The Last of the Polizists. Policemen. Ah, sehr gut. Ich wohne hier oben wieder. Im dämlichen Klärbecken. Ich nicht. Hä? Ich nicht. Schön. Ach ja, wie ich es liebe, dieses Level. Ach Mensch, hat er nicht nachgeladen. Also, ich sterbe jetzt einfach mal. Hab dich nach. Ist mir egal. Boah, die Kack-Helikopter-Mann. Geht abstürzen. Nein, jetzt bin ich auch wieder am Anfang gespawnt. Na toll. Synergy ist so derart unglaublich verbuggt, das ist nicht normal. Ja, aber wenigstens gibt es den Mod für Multiplayer. Ja, immerhin. Ja. Und trotzdem. Ja. Also es gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern, das meine ich. Deswegen wundert es mich umso mehr, wie viele Bugs da immer drin sind und wie viele neue Bugs dazukommen irgendwie. Weil beim letzten Mal waren einige von den Bugs noch nicht da. Echt? Also ich glaube nicht. Gut, das mit den Spawnpunkten war schon immer so ein bisschen schwammig, aber so schwammig oder so schmandig, ne? Schwammig, ne? Ja, genau. Alles, das ist viel mehr. Ah, sehr gut. Ah, Lebenspunkte-Ding. Nein, der mich ja Schnitter. Weg.
nicht. So. Kommen sie die Helikopter wirklich so penetrant und schießen auf das Garagendach? Sind die, ist das denn ernst? Was ist da los? Ne? So, jetzt müssen wir... Boah, aua. Ich sprinte mal kurz zu dem Tor-Ding hoffentlich. Schaffe ich das? Nein, werde ich sowieso nicht. Wird eh wieder dreckig draufgehen, wie ich das kenne. Yay! Oh Mega die Salve abgekriegt, Alter. Ja. Sieht sehr gut aus. Nein! Ach komm, direkt an der Bombe vorbeigelaufen. Wo muss ich hin? Hier runter, ne? Ja, da vorne zu dem Haus. Ne, wenn ich in dem Haus stehe, bin ich sicher, oder? Ja, dann sofort auf den Knopf hauen. Welchen? Da ist noch einer. In dem Haus. Ich hab's geschafft. Ja, sehr gut. Ah, lauf. Das hat beim letzten Mal, glaube ich, 20 Anläufe gebraucht, weil wir immer wieder krepiert sind. Ja, weil wir erst nicht wussten, wo wir hin müssen. Und als wir dann raus hatten, dass wir da hinten hin müssen, sind wir ganz krepiert. Ja, nee, da haben wir festgestellt, dass es gebackt hat, weil du hier eine Barriere vor dem dämlichen Tor hattest, durch die du nicht durchfahren konntest. So, und jetzt kann man nämlich hier durchfahren und dann fällt man hier tief runter ins Wasser und dann ist Kartenänderung. Da brauche ich jetzt mein Kackding geparkt, Mann. Ach da. Vielleicht schaffe ich es in 35 Sekunden auch noch dahin. Wenn mich nicht einer der Helikopter wieder abschießt. Nein, und die fangen schon wieder an. Ja, geilo. 65 Lebenspunkte. Da ist er am Start, ja. 56. Witz. Nein, muss man da über die Rampe? Ja. Nein. Das ist der Witz dabei, ja. Hate is gonna hate, man. Na, schaffe ich eh nicht mehr. Fahr die Rampe hoch, ja. Na, wenigstens schaffst du das noch. Gammel da ja schon. Ja. Ha, dann haben wir das Kacklevel auch hinter uns. Direkt, oh ja. Direkt mal drei Kreuze machen. Alter Schwede. So, wo sind wir jetzt? In irgendeinem Hafenbecken, gut. Nein, es geht noch weiter. Ein bisschen eher in die andere Richtung. Aber ich glaube, wir sind gleich fertig mit dem Kack. Wo ist denn mein Boot hin? Na toll. Du musst schwimmen. Ernsthaft, wo ist mein Boot hin? Und da, wo ich es gerade gepackt habe, ist es nicht mehr. Ja, dann beende ich das Level mal eben so. Ja, ist ja gut. Ich glaube, das ist nicht mehr viel. Nein, fetter Staudamm. Ja, von da kamen wir dann. Müssen wir eventuell gar nicht mehr in das Boot? Ich weiß nicht, ich laufe hier mal rum. Hier sind... Ach, hier war der Eingang. Oh, ups. Hier hinter. Mussten wir gar nicht mehr dann mit dem Boot fahren wahrscheinlich. Nee. Ha, nee, das war ja das letzte. Ja, hier ist der Eingang. Dann hoffentlich geschafft. Naja, haben wir auch. Ah, ah. Als nächstes kommt Raven morgen, glaube ich. Ah, jawohl. Das ist das beste Level, finde ich. Wir haben etwas, achso. Okay, it's human. Es ist menschlich. Hello? Take it easy in there. You're safe now. Wir vergasen sie nur gerade. Okay, alles gut. Dr. Freeman? Dr. Freeman? Gordon Freeman? Gordon Freeman, ja. Lass uns raus! Los, alle! I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa. Mann! Black Mesa. I do so many super things with Eli and Dr. Clyde when they are at the top of their field. Ah, there we go. Ja, danke. Erst mal alles schön kaputt machen. Das ist die Olle. Ja. So, es wäre Zeit für, ne? Sie klingt irgendwie hohl, wenn man sie mit der Brechstange trifft. Ne. Muss man ausprobieren. Ja. Sag ich doch. Hm.
Bitter. Ja, allerdings. Komm, hol den Fahrzeug, Olle. Eli thinks their portals are stronger, similar to our Kaladiyal model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through. Sie wegen schon mal den Fahrstuhl gerufen? Ja, hat sie. Gut, ja, tatsächlich. If they knew what we were doing with entanglement. Spaß mit der Brechstange, Mann. Listen to me. I sound like drück den Knopf da. Da, ja. Jetzt hau drauf, Olle. Ach, jetzt red nicht so viel, Mensch. Was ist denn da los mit der? Story können wir später noch let's playen. Mann. Da, das ist G-Man. Ja. G-Man, ne? Ja, die Köche. Eine Tür auf Troll, oder? Ja, die Belüftungskammer. Das bevor. Ja. Aber warum hat der Teleporter nicht funktioniert, hätten wir das alles sparen können? Ja, einfach damit du mit dem dämlichen Hoverkopf fahren darfst. Ja, genau deswegen. Nur deswegen. Oh, schick, will der jemand ein paar Olympics mitmachen? Ach komm, ich schlag mit der Brechstange auf die Tastatur ein und er so, Broncode, ich so. Ja. Your argument is invalid. Oh ne, was ist das denn für ein... Guck dir das Bild mal an. Was macht die Katze hier? In dem Anzug. Also ich glaube, das ist von Synergy. Ja. Ja. Ein wenig. Also ich meine, das ist nicht in Half-Life. Machen wir ein bisschen hier das Labormaterial kaputt. Braucht ihr ja nicht mehr, ne? Oh, guck mal, der hat ja nur noch ein Bein. Ja, ja, ich sag ja, er möchte bestimmt bei den Paralympics mitmachen. Ne. Ach komm, hier die Zeitungsartikel an der Wand sind auch nicht schlecht. The Times, Earth Surrenders. Oh ne. Was? Ja, hier. Das da über dem Dings. Ist richtig offensichtlich, ja. Portalsturm. 7 Stunden Krieg. Endet mit Combine-Sieg. Ja. Combine rewarded him with power. Der Rest ist texturtechnisch einfach nicht lesbar. Mhm. Na, schade. So, und jetzt? Müssen wir jetzt nicht irgendwo raus? Erstmal wild auf alles und alle raus draufhauen. Müssen wir jetzt irgendwo hin? Jetzt müsste gleich die Olle nochmal vorbeilaufen. Oh, hier vorbeilaufen. Tür auf, Mann. Ah, da ist sie doch. Hallo, Olle. Ah, die Vortigons. Sind die Aliens. Die wer? Ach, die Vortigons, ne? Vortigons, genau. Stegogons, Mann. Ich fürchte, er hat einen Rekord gewonnen. Gebrochen. Gewonnen, genau. Ja, Mr. Kugelmann. Genau. Postapokalypse, FTB. Komm, hol die Leiter da. Ja, Wollo. Los, lauf schneller, Olle. Da müssen wir nicht hin, ne? Man kann trotzdem die Leiter hoch. Bringt doch nichts. Ja, trotzdem. So, welche der heiligen Türen geht jetzt auf? Wahrscheinlich die, auf die der dämliche Strahl da gerichtet ist, oder? Ein Strahl. Das Ding da. Die riesige Konstrukt hier, was an der Decke hängt. Ach, Quatsch. Könnte eventuell was damit zu tun haben. Was ist der dämliche Teleporter und sie schrostet gerade? Ja, die Tür ist auf. Oh, Dr. Freeman, you should stay with Eli. Welche? Go on, I'll rejoin you shortly. Ach, die? Oder was? Ist aber wieder zu. Ach, kommt, Leute. Alex, I thought you were on watch. The Vortigons relieved me, so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. Ach, jetzt hör auf, an dem dämlichen Portal rumzulaufen. Auf uns arbeiten, ne? Wenn's gut gelaufen. Ja, jetzt kommt's runter. Endlich. Are you blaming me? No. Oh, jetzt halt die Fresse, Olle. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time as well as install. Ah, Bitchfight. Really? Schlammkätzchen! Wollt ihr ihn so wegstangen? Alex, why don't you take Gordon along and give him. Das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber ja. Sure. Come on, Gordon. Yeah. Let's have some fun. The zero point energy field manipulator is not a toy, Alex. Let's get out of here. Ja, endlich. Ja, mach die Kacke auf. Jetzt kriegen wir nämlich das lustigste aller. Mach das Tor auf. Jetzt kriegen wir nämlich das lustigste aller Items. Oh, komm jetzt.
Und alle so. Ich glaube, es hat noch nie irgendein Entwickler daran gedacht, dass die Charaktere in seinem Spiel auch mal rennen könnten. Nö. Jedenfalls, wenn es um die NPCs ging. Da geht. So, durch. Herr Betonbunker, ja, hier ist manchmal ein bisschen eng. Na, der alte Weg nach Ravenholm, ja, Mollo. Das wird lustig. Wir können ja mal eine Challenge starten. Ravenholm nur mit dem Graviton. Oh. Ja, wobei, das ist machbar. Ist machbar. Sehr gut machbar. Ja, ist machbar, aber irgendwann denkst du dir so an einigen Stellen, Das ist jetzt nicht so cool, ja. Wie bist du jetzt auf die andere Seite gekommen? Ja. Hey, du standst doch gerade neben mir. Nö. Doch. Der Funk. Eigentlich schon. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich aber gesehen. Ja, gut. Wunderbar, ne? Ja. Na, jetzt geht's hier in den Außenbereich. Der Schrottplatz, ja. Ich bin noch im Laden. Jetzt bin ich da. Na, Gravitron. Gib her, das Ding. Vor allem so, wie sie das trägt, sieht das aus, als wäre es so 30 Kilo schwer. Ja, gut, jetzt nicht mehr. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. Mein Mausrad ist wieder rund zugeschmandet. Warte. Tja. Ja, ich kann nicht mehr drehen. So, jetzt geht's wieder. Läuft bei dir. 6. So. Hallo, nimmst du jetzt vielleicht mal den Gravitron? Ja. Oh nö, was sind das hier? Bam, Headshot. Ah, komm, das ist eine Gasflasche. Ah, jetzt sieht man den Gravitron auch bei mir. Ich hatte gerade nämlich. Warte, rechts war ranziehen, links war wegschießen, ne? Hm? Rechts war ranziehen, links war wegschießen. Ja. Und nur links kannst du Objekte einfach zur Seite schieben, quasi. Oder so draufballern, quasi. Ja, was können wir jetzt gleich noch machen? Hol mal die Fässer von da oben runter. Ja. Da, bitte. Kriegst voll gegen den Schädel, Mensch. So, fuck. Oh, verdammt. Wir haben die Kisten kaputt gemacht. Genau das. Na, Moment. Ja, das war bestimmt das. Nein. Genug der Sprung, Mann. Nein. Nimm doch einfach das und stell das da drauf. Ja. Dann mach du den Sprung und dann passt das. Genau. Jetzt schieße ich die Kisten weg. Ha. Nein, komm ich wieder hoch. Genug der Sprung oben. Ja. Also auf die Kiste drauf erstmal. Beware of Dog. Ja, wunderbar. Warte mal kurz. So, jetzt. Now let me call Dog. He loves to play fetch. Dog! Come! Oh, komm. Er sitzt in seiner Wellblechhütte da. Ah, komm. Und dann so, ja, es gibt keine Tiere mehr. Und dann so, was machen wir? Bauen seinen Roboterhund. Ah, nö. Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. Ja. His model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, Dog, throw. Was wirft der? Den Container? Na ja. Wenn er schon zum Container läuft, ne? Nee, doch nichts. Nur Kisten. Das ist kaputt gemacht. Und der Hund hat dich jetzt blöd angeguckt. Ja. Wir haben es begriffen, wie das geht, Mann. Sagenhaft. Mhm. Geh deinen Ball holen. Oh, komm, wieder hier rumstürmt, Mann. Ball. Nein. Ja. Ball. Ach, da ist der Ball.
Basketball. Was sagst du, der Stein? Nein. Lauf. Und? Mach was. Der Hund auch so, haha, was wollen die von mir? Können ja mal versuchen, den durch den Kopf zu schießen da oben. Wenn ich glaube, dass es das wird. Lauf, Hund. Hund will nicht. Hund müde. Ja, Hund hat so, keinen Bock. Hm? Was hat der Hund eigentlich hier drin? Eine Matratze. Komm, die Matratze ist doch viel zu klein für ihn. Er weiß nur nicht, was apportieren heißt. Hätte ich gerade gesagt, hat sie nicht gerade gesagt, dass er auch noch andere Sachen macht? Aha. Er wirft sogar zurück. Ja, endlich. Nee. Container incoming. Oder? Ja, er nimmt den. Oder? Was macht er jetzt? Er will den Container werfen. Ja. Oh mein Gott, was war das? Skitters! Skitters! Stabil! Lauf! Lauf, Forrest. Wohin? Zurück? Mal hierher, ne? Run, you fools! Oh, ja, der Hund! Der Hund kommt jetzt auch um die Ecke gestürmt. Oh, ne. Ja, du glitschst jetzt irgendwie so ein bisschen weg. Ja. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you to. Ach, G-Man da oben. Ja. Dad? Dad! Damn it! Dog, open the airlock. Get us out of here. Ja, Hund, mach mal. Und der Hund einfach so, ja, ich hau jetzt mal hier auf rum, ne? That's enough, dog. Hä? Achso, der ist die aufgebogen. Ja, richtig, mach mal richtig auf. Vor allem die verzogene Tür kriegt er natürlich auch so einfach aufgedrückt, ne? Ja, läuft bei ihm. Beim Ziel, sag ich mal, ne? Auf null. Na komm, du bist direkt in die Trümmer reingelaufen. Ja, es hat mir nichts abgezogen. Ja, Dog, komm. Das Labor steht auch noch. So schlimm kann es dann nicht sein. Ja. Wir gehen nicht nach Ravenholm, ne? Naja, genau. Ich meine, der Hund hätte natürlich sie auch einfach befreien können und dann mit uns noch mitkommen können, aber... Quatsch. Ich glaube, bevor wir dann nach Ravenholm gehen... Machen wir einen Cut. Ja. Einen Cut, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Das wird interessant, was jetzt folgt. Ja, also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Synergy. Bis dahin.